fördern soll. Und den hat man einfach auf ein Unternehmen in Lübeck jetzt begrenzt. Das hat sich herausgestellt, dass es aber Leute gibt, die gesagt haben, sie haben ihre Arbeit und lassen sie von einem anderen Unternehmen machen, das auch zertifiziert ist und stellt in einem gewissen Sinne noch natürlich dann eine ungleiche Handlung dar. Und zum einen ist es für eine Wirtschaftsförderung jetzt für ein bestimmtes Unternehmen, aber zum anderen, jetzt geht es ja auch darum, dass man die Sicherheit der Häuslebauer oder der Wohnungsbesitzer jetzt fördern möchte, dass sie eine Alarmanlage zu ihrer Sicherheit installieren können. Und das soll natürlich noch nicht, sage ich, daran recht gekoppelt sein, dass sie das nur bei einem Unternehmen machen können. Sehr wohl, was gemacht werden sollte, ist, dass das Unternehmen zertifiziert ist, solche Alarmanlagen auch zu bauen und einzubauen. Und nur unter der Prämisse, wenn ein zertifiziertes Unternehmen diese Alarmanlage nachher dann auch einbaut, sollte auch dort noch eine Förderung gegeben werden. Warum dieser Neubeschluss, die Problematik ist doch gleich gewesen wie bei den Kortner. Es sind einige gekommen, die gesagt haben, ja, was ist jetzt, ich will jetzt aber dort oder da machen, noch als ein zertifiziertes Unternehmen, dort kostet man so viel, ich kann es nicht jetzt verifizieren, aber auf jeden Fall gibt es halt unterschiedliche Präferenzen. Und die Frage ist natürlich die, wollen wir jetzt eine Wirtschaftsförderung, eine einseitige machen, oder wollen wir jetzt die Bevölkerung jetzt in dem Sinne in ihrem Schutzbedürfnis fördern, dass man sagen, okay, wenn sie eine Alarmanlage haben wollen, dann sollte es in unserem Interesse sein, dass es unabhängig jetzt vom Unternehmer jetzt da ist, der jetzt das einbaut. Die Freiheit sollte die Entscheidungsfreiheit sollte da passen. Ja, das ist schon richtig, aber wenn du als Unternehmen eine Förderung kriegst, wenn du eine Förderung kriegst, ist ja wurscht, wo du jetzt eine Förderung kriegst. Naja. Du musst dich auch an das halten, was gefördert wird. Und wenn im Endeffekt finde ich es jetzt nicht so schlecht, wenn man sagt, okay, wir fördern sowohl den Bürger als auch die einheimische Wirtschaft, finde ich jetzt den Gedanken nicht schlecht. Ja? Naja, und wenn einer sagt, okay, ich kriege das dort um 40% billiger, ja gut, dann das ist super, ne? Dann bist du ja voll dabei. Ja, ich glaube, du musst eine unterschiedliche Meinung haben. Ja, natürlich. Das Gerät. Lass ihn nicht. Weil sie nicht passen. Ja, klar. Macht das schon mal was anderes. Ich weiß nicht, aber was ist das? Was braucht denn jetzt ein Drehen? Im Altbestuhl. Also einfach Alarmanlage. Dann hat sie die Fizite nicht. Ich habe eine Rückschläge. Ich schreibe es nicht, wo du das kaufst. Gut, die Frage ist, aber die Arbeitszeit auch bis Mitte des Jahres. Und ob wir das bis zum Ende des Jahres machen, das sind bis jetzt nur vorher Anmeldungen erst gewesen. Also sieht jetzt zumindest so weit aus, wenn wir auf der Liebwoche geschrieben. Ja, müssen wir das machen? Habt ihr da rechtlich nachrecherchiert, dass wir das nicht beschränken dürfen auf den Kopf? Oder? Nein, es geht wie bei den Vorgarten. Es gibt eben die Problematik, dass die Bürger kommen und sagen, ich hätte auch gerne eine Förderung, aber ich will es nicht da machen. Bei dem. Super. Ja, dann ist es eine reine Bürgerförderung oder eine Wirtschaftsförderung? Ja, sicher. Ja. Ich sage mal, es soll eine Förderung für die Bürger sein, dass sie eine Alarmanlage installieren, klarerweise. Wenn es das Angebot in Lübeck gibt, ist gut, ist das super sogar. Dann unterstützt man das eh gern, aber ich sage mal, dass es ausschließlich nur jetzt über ein Liebhocher Unternehmen jetzt beziehen muss, ist fraglich, sage ich einmal. Ja. Das ist eine reine Wirtschaftsförderung, aber keine Förderung für das Sicherheitsempfinden der Leute. Wenn ich sagen aber, okay, ich habe die Firma. Damals haben wir es so beschlossen, dass es eine doppelte Förderung gibt. Und die Firma ist uns ja deswegen entgegengekommen mit dem Preis für die Bürger. Wenn das nicht ja, ohne für die Firma. Alles ist die Wirtschaftsförderung, alles ist die Bürger. Ich finde, dass beide zu ihrem Recht kommen. Ich meine, dass, ja, natürlich es tut ja kann, dass man niemanden hundertprozentig recht machen kann, das ist echt kommen. Aber ich sage einmal, jedes Unternehmen hat seine Preisgestaltung ja eh so, dass es am Markt überleben kann. Und ich sage einmal, darüber sollten wir uns nicht einschränken und den Bürgern
diese Einschränkung jetzt auferlegen, dass sie nur jetzt von dem Unternehmer das jetzt kaufen kann. Von wie vielen Rämern jetzt, die das durchgemacht haben und die das durchgemacht haben? Das haben wir nicht viel. Ich glaube, es sind zwei, drei oder viel mehr. Derzeit zwei Auswärtige, was jetzt. Also zwei, die das nicht beim Liebhaber betrieben haben. Zwei, die es von anderen Betrieben nicht von Liebhaber betrieben haben. Und wie viele haben es von Liebhaber betrieben gemacht? Auch wenige bis jetzt, die eingereicht haben. Ich glaube, es sind nur eins, da es sind nicht viel bis jetzt gewesen. So gesehen, also von dem her tut es uns nicht weh und sagen wir mal, der Bevölkerung ist damit gedient auch und die Wirtschaft wird uns da nicht leiden. Können Sie damit leben? Ja? Gut, dann stelle ich den Antrag für Gemeinderatsbeschluss vom 23.09.2013, Tagesordnungspunkt 6b, die Subvention von Alarmanlagen wurde dahingehend beschlossen, zu erweitern, dass auch Alarmanlagen von zertifizierten auswärtigen Unternehmen gefördert werden. Um die Förderung in Anspruch nehmen zu können, ist es erforderlich, die Alarmanlage vom zertifizierten Unternehmen installieren zu lassen. Der alleinige Hardwarekauf wird nicht gefördert. Zudem soll der Förderzeitraum bis 31.05.2014 verlängert werden. Die anderen Fördervoraussetzungen bleiben bestehen. Wenn Sie mit diesem Antrag einverstanden seid, dann bitte ein Zeichen der Zustimmung. Danke. Gut, dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt 7. Übernahme in das öffentliche Gut. Da bitte ich den Hausaufgabe. Da geht es um diesen Bereich, das ist der Ringweg und dieses Teilstück soll in öffentliche Gut mit übernommen werden, dort wird die Müllinsel, ich sehe schon mal bestehende Müllinsel, der Grundeigentümer kriegt das Grundstück auch und wird ins öffentliche Gut übernommen und dort wird die Müllinsel noch dann installiert werden. Und ja, wenn Sie damit einverstanden sind, dann stelle ich den Antrag. Gibt es Fragen von einer Seite dazu? Gut, dann stelle ich den Antrag, die Übernahme des Grundstückes 1 von Grundstück 75.4, Forscher, Ringweg, Müllinsel, im Ausmaß von 12 Quadratmeter in das Grundstück Nummer 575.1, EZ 5000, öffentliches Gut, gemäß Teilungsplan GZ bei 817-12 vom 9.07.2012 des Herrn Diplomischen Günter Moser und die Widmung für den Gemeingebrauch zu beschließen. Wer für den Antrag ist, bitte um eine Zeit der Zustimmung. Danke. Und zum nächsten Tagesordnungspunkt. Da befinden wir uns beim Strauchweg. Da hinten ist Klaus der Schirdi. Und es geht um diesen Bereich, der als öffentliche Gut übernommen werden soll. Und zwar, bis daher ist bereits öffentliches Gut, da herein auch schon, und da herunter beschließt man nachher dann auch noch ein Teil, der als öffentliche Gut weitergehen soll. Dieser Teil hier ist noch nicht im öffentlichen Gut, da wird daran gearbeitet, beziehungsweise gibt es da eine Wahlmöglichkeit, dass man da ausnutzungsdienst den Anschluss dann richten können. Gibt es dazu Fragen zu diesem Teilstück? Wäre dann das ist der Schirge da übrigens. Ja, wäre damit die Durchfahrt legitim? Da? Nein, das ist noch auf der höheren Seite, das ist nur das Grundstück. Gut. Gibt es Fragen noch dazu? War das nicht schon mal bei einer Beschlussfassung im Gemeinderat? Andere Stich. Das war auch der erste Gartenstück, der uns von Römer, ja. Du warst schon mal so was Ähnliches da. Gut, gibt es Fragen noch weitere? Daher stelle ich den Antrag, die Übernahme des Grundstückes Nummer 1639/30 Strauchweg im Ausmaß von 171 Quadratmeter in das öffentliche Gut, EZ 50.000 öffentliches Gut und die Widmung für den Gemeindegebrauch zu beschließen. Wenn Sie damit einverstanden sind, bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Okay. Dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Genau, das ist jetzt der Fußweg. Das ist der nächste. Das hat die Sandung nach wie vor. Da ist die Bahnhofstraße herunter zur Orientierung. Da drüben ist der Bahnhof.
Das ist das Objekt, die Trafik. Und da geht also ein Fußweg herauf. Das ist schon ein Bestand. Und es geht um diesen Bereich, den wir ins öffentliche Gut mit übernehmen wollen, dass die Erschließung noch dann, das heißt, über den fußläufig dann vom Strauchweg und die Siedlung, wenn dann doch der Betonator-Siedlung noch erschlossen werden kann, über den Fußweg, der jetzt eh schon passiert, aber dass rechtmäßig noch dann dort auch die ganze Versorgung im Winter und die Reinhaut noch dann passieren kann. Wird der asphaltiert? Ja. Wird der asphaltiert oder bleibt das so wie es ist? Ich glaube nicht. Also, ich bin mir nicht sicher. Weil ich glaube, der ist zu steil, teilweise werden Stufen gemacht, aber seine Stufen gehen noch so lang. Aber er muss so aufbereitet werden, dass der Winterdienst noch dann dementsprechend noch dann auch im Stand halten kann. Also wer hat den Hauptgruppen? Ja, den Hauptgruppen. Na wer? Das ist Mur, ist das Mur. Familienmur. Gut. Gibt es Fragen von eurer Seite noch dazu? Keine? Dann stelle ich den Antrag, die Übernahme der Brennstücke 1 bis 6 in das Grundstück Nummer 1639 durch 29, jetzt 15.000 öffentliches Gut, Dr. Benner-Adler-Straße, Verlegung, Fußweg, gemäß Teilungsplan GZ 3418, / 08, minus 2, vom 27.03.2012, des Herrn Lomuschinger Günter Moser, und die Widmung für den Gemeingebrauch zu beschließen. Wenn Sie damit einverstanden sind, würde ich mal Zeit für die Zustimmung. Danke. So, also kommen wir zum Bereich Fahrgasse. Gut. Fahrgasse, da geht es darum, dass die Straße ins öffentliche Gut übernommen werden soll. Das heißt also vom Ende der Veranstaltungshalle, das Stück, was asphaltiert worden ist, neu, nach hinten zu den Häusern von der Enstaler, beziehungsweise halt, wo man dann die Zufahrt zu, wie heißt das schon, zum betreuten Wohnen, genau, zu den Parkplätzen dort passiert. Bitte? So, wer es näher sehen möchte, kann er zu mir. Was für Veranstaltungen sagen? Das ist immer wieder mit Gänsen aus der Kirche. Das ist schon ein gutes Buch. Diese Teile hier. Diese Teilflächen werden zu öffentlichen Flächen gewesen. Was bedeutet heute Wohnung? Das sind die Wohnblöcke, die jetzt sein. Das ist gut. Was ist da los aus ist? Das ist nochmal ein Grundstück in Heißen. Wem gehört das Grundstück? Das ist da oben. Ich habe sich gegen was in den Motor gehört. Das ist ein bisschen Es ist ja normal, dass diese Verkauf nicht dabei gehen, dass wenn es noch asphaltiert ist, dass es da was nicht. Gut. Gibt es noch Fragen von eurer Seite dazu? Keine? Dann stelle ich den Antrag Übernahme der Trennstücke 1 bis 4 in das Grundstück Nummer 1180 durch 2. Das gleiche Fahrgasse EZ 71 das öffentliche Gut, gemäß Teilungsplan EZ 1538 durch 13 vom 10.12.2013 des Herrn Klonschner Christian Liebfahrt und die Widmung für den Gemeindegebrauch zu beschließen. Wenn Sie damit einverstanden sind, bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Danke.
So. Gut, wir sind jetzt beim Jägerweg um. Zum Rückhaltebecken bei den Städten. Hier ist der Jägerweg. Da geht der Feldriegel herunter, das ist der Hügelweg und das ist das bestehende Rückhaltebecken, der Damm, der dort schon besteht. Und es geht um diesen Teilbereich, um diesen Spitz, der noch benötigt wird, das ist vom Land vorgeschrieben worden, und zwar als sogenannte Sumpfwiese, die benötigt wird, und zwar für den Einlauf, wo, wenn sich Wasser aufstaut, dort nachher dann durchfließen kann und dass eben das wenige Wasser, wenn stehen bleibt, nachher dann in dieser Sumpfwiese dann nachher dann dort versumpfen kann, sozusagen. Gibt es dazu Fragen von eurer Seite? Keine? Dann stelle ich den Antrag, die Übernahme des Grundstücks von Nummer 15, vor allem als Lenz, in das Eigentum der Gemeinde LZ 1990 und Übernahme des Lenzstücks 1 von Grundstück Nummer 497 Stromer im Ausmaß von 2369 Quadratmeter in das Grundstück Nummer 510 Eigentum der Gemeinde Rückhaltebecken Jägerweg für den Teilungsplan